Es tut mir leid, Herr Sesemann, aber Sie sollten sich nicht allzu große Hoffnungen machen. Clara wird vielleicht nie wieder laufen können. Sind Sie sicher, Herr Doktor? Obwohl sie bereits allein aufsteht? Stehen und laufen sind nun einmal zwei unterschiedliche Dinge. Mir ist bewusst, wie sehr Sie sich den Erfolg für Clara wünschen, aber sie wird sich nur unnötig verausgaben, wenn sie es weiter versucht. Ihre Beine sind einfach zu schwach, um das Gewicht ihres Körpers zu tragen. Es tut mir wirklich sehr leid. Heißt das, Clara sollte ganz und gar mit dem Üben aufhören? Sie wirkt so glücklich, seit sie wieder Hoffnung hat. Sie kann stehen, das ist großartig. Aber darüber hinaus? Ich glaube nicht, dass sie zukünftig noch weitere Fortschritte macht. Oh nein. Arme Clara. Heidi. Was machst du hier? Geht es dir nicht gut? Du siehst so blass aus. Doch, Tante Dete. Mir fehlt nichts. Ein Buch mitbringen? Doch, eigentlich schon. Aber dann war ich plötzlich so müde. Ich dachte, ich wäre hier diejenige, die vom Üben erschöpft sein müsste. Das ist irgendwie eigenartig. Ja, ist es. Stimmt etwas nicht mit dir, Heidi? Nein, mir geht es gut. Es ist nur... Also, ich... Zeit, ins Bett zu gehen. Braucht ihr noch etwas? Nein, Fräulein. Clara, ich... Ach, Adelheid, genau deswegen bin ich hier. Ich wusste, dass du wieder die ganze Nacht plappern würdest. Ja, Fräulein Rottenmeier. Schlaf gut, Clara. Ja, du auch, Heidi. Gute Nacht, Fräulein. Ich komme gleich noch einmal zu dir, Clara. Gute Nacht, Adelheid. Gute Nacht, Fräulein. Oh. Was hast du denn, Adelheid? Nichts, Fräulein. Es geht mir gut. Ich bin nur müde.